Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und hier, wie ihr gerade sehen könnt, wir sind gerade bei einer Runde und hier, ja, ich habe ein paar, ja, sagen wir es mal so, ein paar Türme und richtig viele Plantagen. Denn ihr seht, ich habe über 650.000, denn, ja, ich kaufe mir jetzt den Stufe 6, aber 1, 2, 3, 4, 5. Ja. In Stufe 6 Ninja. Ja. Ich kaufe mit Stufe 6 Ninja. Ich hatte den noch nie davor gehabt. Und ich habe auch ehrlich gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass den irgendjemand hat. Wenn den jemand schon hatte, okay. Wusste ich nicht. Und diese Aktion erschafft ein Paragon Ninja Affe. Alle anderen Ninja Affen werden im Rahmen dieses Vorgängers zerstört und fließen in die Kraft des Paragons sein. Let's go. Verwandel dich. Oh mein Gott. Wie sieht denn der aus? Wie krass ist der? Verkaufe mir den Apache, um mal zu gucken, was da alles. Warte, ich verkaufe mir einfach alles. Ciao an dich. Ciao dich. Ciao dich. Ciao. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao. Ciao. Und ciao. Dann kann ich noch mal so zur Sicherheit legen. Yo! Ey, Benjamin, hör auf. Wo? Reicht das? Um dich die Gacke auf Stufe 20 abzugraden? Ja, aber auf 18. Oh mein Gott! Alter, wer ist denn das? Das ist doch kein Ninja mehr! Yo! Okay, komm. Ehrlich. Sorry, wir brauchen wir alles nicht mehr. Schmutz. Ich habe so lange dafür gekämpft und jetzt einfach alles verkaufen. Oh mein Gott! Sind das hier? Das sind gefühlt diese. Warte mal. Ich will mal, dass man es sieht. Das sind diese Shinobi-Briefbomben einfach von Naruto. Naruto ist jetzt auf einmal geworden. Guck, das ist ja gerade Dings am Chomp-Cut. Das sind einfach diese Briefbomben. Und das sind diese Schurken einfach. Naruto. Und dieses Grüne ist. Was war das Grün bei Naruto? Das ist keine Ahnung, irgendwas und er hat seine Hände sind so rot wegen dem Kyubi. Nein, okay, ja, nur Witz. Ich habe 700k noch, was soll ich damit anstellen? So, hier, ich kann's ja, ne? Was ich jetzt mache? Hier, ich kann dich ja jetzt holen, so. Ich habe ja das Geld. Wenn ich dich holen kann, dann hole ich dich einfach. So. Guter Junge. Junge. Junge, der hat jetzt. Der hatte eben nicht mal 150.000, glaube ich. Und hat schon 1,8 Millionen? Alter, wie krass ist der? Junge! Okay, wenn man dafür bedenkt, dass ich für den über 1 Million, glaube ich, bezahlt habe. Lass mal gucken. Ich glaube, ich habe insgesamt, weil. Um den gerade zu holen, weil ich muss ja all die Bananenplantagen kaufen. Alles insgesamt wahrscheinlich über eine Million. Ich möchte sagen, Leute, ohne den doppelten Nervengeld, ich hätte das nie geschafft. Ich möchte kurz sagen, kauft euch das nicht. Das kannst du kaufen, klar, doch. Nützlich. Also das nützt dir einfach nichts. Wow, da kannst du schneller runter gehen. Aber was bringt dir das einfach? Was bringt dir das einfach? Das ist einfach Verschwendung. Und ich bereue sogar, dass ich mir das Zweifache geholt habe. Doch ich kann daran ja nichts ändern, ne? Weil 19 Euro, das ist ehrlich schon eine Menge. Okay, 19 Euro ist jetzt nicht ganz so viel, aber spieltechnisch. Und schon. Mit 19 Euro würde ich mir lieber was anderes kaufen, als wenn ich
einen Ballon zerstöre, zwei Münzen zu kriegen, anstatt ein. Ich musste überlegen, ich bezahle so 20 Euro, damit ich, wenn ich einen Ballon platzen lasse, nicht diese großen, einfach so einen normalen roten Ballon platzen lasse, zwei, anstatt ein nur zwei kriege. Und das finde ich einfach nicht, das finde ich einfach richtig dumm. So, ich verstehe das einfach nicht. So, aber die meisten können es wahrscheinlich denken, was ich jetzt mache. Und zwar holen wir auch noch diesen Jeffrey. Komm. Alter. Zwei Paragons. Let's go. Meine Paragons greift an. Alter. Hey, wer weiß nochmal? Der Apex Plasmameister. Junge, einfach wie das aussieht, wenn er so einmal schießt. Alter, wie sieht das denn aus? Guck, so eine Kugel sind gefühlt 1000. Was können wir? Ja, wir können uns noch. Das. Ja, die Zahlen, das war jetzt wirklich dumm. Wir könnten die dann wieder boosten. Ja, Mann. Das ist das Falsche. Hä? Ah. Oh. Da, ja. Let's go, Brudi. Ihr schafft es. Und ich glaube, der Dings Heimatverteidigung bringt, glaube ich, deutlich mehr, weil als Alchemist, weil ja, die Paragons, die können ja nicht Ding einen Alchemisten-Boost kriegen. Deswegen einfach zwar die Mitte vor der Pulle. So. Und jetzt, wenn das da unten Dings aufgeladen ist, also die Fähigkeit, dann bin ich ehrlich mal gespannt. Ja, diese Minen können wir aber noch lassen, so, falls die, so für den kompletten Notfall einfach. Junge! Der hat jetzt schon über eine halbe Million gemacht. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Alter. Warte. Und. Halbe Verteidigung. Alter. Jo. Wie sieht das denn aus? Alles klar. Komm. Ein Schuss macht den Tonk direkt weg. Nee. Aber fast direkt. Let's go, Brudi. Das ist irgendwie mega dumm, ne? Schaut mal, ne? Diese zwei, die schießen einmal, ne? Die zwei, die schießen halt eben einmal, ne? Und wenn die das da durchschaffen sollten, was ich glaube, ja. Oh! Let's go! Ein Großer kommt! Heimverteidigung! Junge, der ist jetzt schon zerstört? Ah, klar, hol direkt noch einen. Und, ich bin gespannt. Ciao, Bruder. Das war schön, gekannt zu haben. Lady. Ey, Bett, du bist der Stärkste von all den Ballons, die es gibt. Kämpf wie ein Mann und sei kein Schwamm. Kämpfe! Aber du hast verkackt. Du hast es nicht geschafft. Schade. Einmal Verteidigung. Let's go. Oh, Alter. Kommt ihr einmal in die Reichweite von dem oder von dem, dann ist schon vorbei. Dann ist eigentlich... Ehrlich, ciao. Aber dann wissen die, das ist schon vorbei. So. Das hier ist der Naruto Ninja. Das ist der Naruto. Also, wenn ich sagen müsste, woher die herkommen, der kommt von Naruto. Der Wurfeilaffe, der kommt von irgendeiner anderen Serie, keine Ahnung. Go! Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Da war so... Okay, wenn die Zombies jetzt richtig schnell sterben, sorry, dann... Also ob? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Alter. Ich bin seit ein paar Tagen ein bisschen erkältet, deswegen.
Aber. Junge, da war. Okay, es kommen gleich die Details. Aber es war gerade so eine krasse Reihe von gepanzerten Zombies. Was ist gerade passiert? Weg mit euch! Oh, ey, die haben Mobs. Also diese blauen, das sind diese schwächsten Zeppeline oder Schiffe, keine Ahnung. Und wenn der Apex Plasma Meister, ja, sie einmal trifft, dann schon vorbei. Dann ist einfach Ende im Schacht. Aus, vorbei. Finito. Aus und vorbei. Das war's. Ende. Du kannst nicht mehr weitermachen. Let's go, Heimatverteidigung. Junge, das ist einfach so krass. Hallo, okay. Warte mal. Okay, warte, als erstes, die können wir, glaube ich, entfernen. Du hast eine gute Arbeit geleistet, aber jetzt müsste ich gehen lassen. Warte mal. Palle ist da oben. Hier da oben, links und da oben, rechts im Busch. Paluten ist da einfach. Ey, Paluten, was geht? Ey, Paluten, was geht? Hast du wohl deine Kinder hier mitgebracht oder deine Verwandten? Ich glaube, der da links in der Mitte, das ist der echte Paluten, weil, also nicht der echte, aber ihr wisst, was ich meine, als Kürbis, weil der ist der größte und sieht da am stärksten aus oder am gruseligsten. Und der Rest, das sind seine Verwandten und seine Freunde. Ey, diese Wackelaugen sind so geil einfach. Diese Wackelaugen einfach. Die Zeppeline, wie die dann einfach aussehen. Und ja, ich finde das irgendwie ein bisschen traurig. Weil sollten die es immer noch hier durchschaffen? Diese Minen warten schon auf sie. Gleich, wenn, das sollte jetzt Sinn machen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn gleich die DDTs kommen. Komm, die DDTs verschwendet hier nicht meine Zeit. Ich bin mal gespannt. Entweder das wird jetzt so ein 60-Minuten-Video. Ich mache jetzt ein 60-Minuten-Video und sage, wie lange kann ich überleben? Wie lange kann ich überleben? Oder Antwortmöglichkeit 2. Ich spiele bis Runde 140, 130 und dann ja. Komm schon. Der Apex Plasma Meister. Enttäuscht mich nicht. Der hat jetzt schon drei. Ja? Ja? Okay. Okay. Der eine hat mal so. Nur 3 Millionen. Und der andere hat nur 6 Millionen. Es ist ja nicht so, als würdest du von Runde 1 bis Runde 100 nur so 2 Millionen Schaden machen. Ne? Ist ja nicht so, ne? Ist ja nicht so. Komm, kann man das schneller machen, bitte? Komm, Spieltipps. Ich lasse den immer gerne an, so, weil dann weißt du immer, was in den nächsten Runden passiert. Das ist schon mega cool. Oh. Aber ich. Ehrlich, von mir aus gesehen ist der aufgestiegene Schatten. Lol, Schatten. Was ist denn das für ein geiler Name? Der wirklich stärkste Paragon in Bloons. Einfach in Bloons. Bei der Abyssplasma Meister, es gibt ja drei, ne? Es gibt den Boomerang. Boomerang und den Dings und ich glaube mir nicht, ne? Ja, ja. Und ich finde, von mir aus gesehen, ist der, warte, ich muss kurz suchen, der Ninja Paragon, zwar der aufgestiegene Schatten, hier sehen wir den nochmal, der stärkste Paragon, den es nur gibt. Sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Und dann der Wurfelaffe-Paragon, der Apex-Plasma-Meister. Der ist der zweitstärkste. Und dann der Gleive Dominus ist dann der schwächste von den drei Paragons. Aber ja, ist natürlich meine eigene Meinung. Kann jeder finden, wie er will. Wenn du sagst, nee, ich finde der Wurfelaffe von den Apex-Plasma-Meister stärker als die anderen. Okay, akzeptiere ich. Doch von mir aus gesehen ist der Ninja am stärksten, der aufgestiegene Schatten. Und dann als zweitstärkste der Apex-Plasma-Meister, also der Wurfelaffe. Und das dritte ist dann der Gleive Dominus als schwächster Paragon halt eben. Aber das kann jeder natürlich, wie ich eben sagte, für sich entscheiden. Okay?
Das schaut mal einmal kurz bei den Affen und auf einmal ist direkt so eine geile Explosion. Ja. Ey, das ist so traurig. Flammballons. Warte, ich will auch Starter machen. Ja, aber die armen Ballons, ne? Die kommen so, die sind da so für eine Sekunde da und sind dann direkt down. Ciao. Aber die versuchen es wenigstens. Bitte, bitte. Komm. Heimatverteidigung, geht mir aus den Augen. Ja, aber ehrlich. Der Ninja finde ich halt eben sogar vom Design, obwohl. Vom Design. Ich weiß nicht, vom Design sind alle gut aus. Von dem Angriffen, tatsächlich den. Dings, wer ist das nochmal? Den Dings, aufgestiegener Schatten. So mit diesen Karten auch und das, was er wirft. Als zweitbestes, und das allerbesten finde ich als Angriff diesen Wurfpfeil auf mich. Ich finde so, guckt euch das mal an, was der gerade macht. Guckt euch das mal an, was der Wurfpfeil auf. All diese Bälle macht der Wurfpfeil auf. Also der hier. Und ich finde das halt eben so cool einfach. Der als zweites und ja. Ich glaube sogar. Beim alles wäre der, glaube ich, im Nachteil oder da schaffe ich mal. Glaube ich. Okay, let's go. Okay, ich bin das Runde 135. Das Video soll auch jetzt nicht ein 20-Minuten-Video werden. Obwohl. Nein. Ich bin bis Runde. Okay, nee. Das ist die letzte Runde oder die vorletzte. Wenn diese Runde jetzt schnell dauert, dann machen wir schnell noch eine. Ey. Sprachen lernen. Wenn diese Runde kurz geht, dann mache ich Dings. Dann mache ich gleich noch eine Runde. Wenn diese Runde lang geht, dann mache ich keine Runde. Ich glaube, das war's aber, oder? Aber guckt euch diese Bälle an. So, wer mag das nicht? 4,6 Millionen, 7,6. Ja. Das ist aber auch mein Liebling. Wo? Oh, ich hab mal kurz was gedacht, aber egal. Ich hab auch allein wieder einfach. Ach, Junge. Das komplette Assassinen-Paket. Assassine, let's go. Ich liebe Assassinen. Das komplette Assassinen-Paket, um mit jedem Blumen bedrungen fertig zu werden. Ja. Das könnte Naruto sein. Das. Ich finde, der sieht zwar aus wie ein Vollidiot. Spaß, nein, ist er nicht. Aber das könnte einfach Naruto sein. Naruto, Vollidiot, aber hat, glaube ich, bisher jede Bedrohung geschafft. Auch, er hat manchmal am Anfang es nicht geschafft und danach es geschafft, so. Aber nach meines Wissens hat er, glaube ich, jedes geschafft, ne? Lass mich auch mal kurz nachdenken, damit ich nicht lüge. Haku hat er besiegt, Sabuza auch. Madara ist am Ende selbst gestorben. Also ich selbst gestorben, aber ja. Der Yubi ist weg, Kaguya ist weg. Ja. Ich glaube, da ist nichts mehr, ne? Kaguya ist weg, Akatsuki ist weg. Itachi. Er war eigentlich eine. Sagen wir mal Bedrohung, doch dann haben wir richtig verstanden, dass er in Wirklichkeit keine war. Ich glaube ja. Er hat jede Bedrohung, glaube ich, ja. Fertig gemacht, sag ich aber mal. Ich habe glaube ich noch eine. Komm, die Runde 135, das war's dann. So, let's go. Schau, komm. Vielleicht nicht mal. Das hörst du für Level 12, sag ich einfach mal. Holy Crasher. Ja, aber guck dich mal. Let's go! Ihr schafft das! Alter! Alter, wie es einfach aussieht! Eins explodiert. Habe ich den Auto. Den Autostart habe ich ausgemacht, ne? Warte, ich schau nochmal zur Sicherheit, ja. Geht weg! Okay, reicht. Ja, was soll ich eigentlich noch machen, ne? So, der Apex Plasma Meister ist da. Und ich sehe gerade unten, ist ja die 20-Minuten-Marke erreicht.
Das hier ist ja womöglich mein längstes Video, was ich hatte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, hier könnt ihr jetzt... LOL! Hey, was macht der gerade? Der hat gerade irgendwie so... Hey, der hat gerade irgendwie so... Ja, habt ihr es gesehen? Rückwärtssalto macht der manchmal. LOL, wie cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt so mehr, was er so macht. So, ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen mit dem aufgestiegenen Schatten, also den Dings. Eine Linie auf dem Paragon. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und ja, ciao.